MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, letzte Episode ging das mit dem Spielen ja nicht ganz so pralle. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Team hier. Fitness stimmt noch. Dann suchen wir uns mal einen Gegner. Das mit dem Team of the Season Premier League anzeigen geht anscheinend immer noch nicht. Aber ich werde alles dafür tun, um das irgendwie heute noch auf die Reihe zu kriegen. Das muss heute noch in irgendeinem Video klappen. Entweder heute Mittag oder im Abendvideo, ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich glaube schon, dass wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Und ja, dann gibt es auch das erste kleine Pack-Opening zum Team of the Season. Ich denke mal, wir werden in dem Video dann alle 15.000er Packs ziehen. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Jetzt spielen wir gegen The Billy Boys, eventuell, außer er geht jetzt noch raus. Na, warten wir mal ab hier. Na komm, Kollege, vielleicht macht er noch irgendwas am Teammanagement, kein Plan, vielleicht noch ein bisschen Workrates umstellen oder was weiß ich. Aber eigentlich ist da fast gar nicht genug Zeit für, obwohl so 30 Sekunden reicht prinzipiell schon. Was ist jetzt los mit dir, Kollege? Hast du Bock oder hast du keinen Bock? Ich bleib jetzt hier mal drinne, aber... Na gut, wenn er, glaube ich, nach 10 Sekunden jetzt nichts macht, geht er eigentlich automatisch weiter, ne? Ich glaube schon. Ach, meine Fresse. Kommt immer irgendwas dazwischen. Stadion sieht relativ scheiße aus. Sieht mir danach aus, als ob er da noch nie was dran geändert hat. Jetzt bitte... Ja. Wir spielen gegen Totti, Rossi, dazu noch Benzema, Xabi Alonso, Busquets, Thiago, Piqué... Pepe, Felipe Luis, Matuidi und Landro. Und ja, so richtig passt das mit der Chemie nicht, wie wir hier sehen. Vielleicht ist es auch nur so einer, der jetzt irgendwie ins Spiel reingeht und irgendwie nur die Fitness von seinen Leuten voll machen will. Also die auf der Bank sitzen, gibt es ja auch welche. Trifft man Gott sei Dank sehr, sehr selten, aber es kommt mir jetzt irgendwie so vor, als wäre er nicht da. Weil ihr seht es, ich habe oben gedrückt, er anscheinend nicht. Und ja, da müssen wir natürlich mal gucken, was wir da jetzt machen. Ob ich da nämlich gleich einen Cut einlege, weil wenn er nicht spielt, ist ja Schwachsinn. Okay, jetzt ist er aber anscheinend doch da. Jetzt drückt er aber wieder Pause. Ich weiß nicht, vielleicht will er mich auch einfach nur abfacken oder so. Keine Ahnung. Oder er hat echt wieder ein Problem mit seinem kleinen Pinter in der Hose. Ich weiß es nicht. Wenn er spielt, ist natürlich alles okay. Na gut, alles okay auch nicht unbedingt. Ich hätte gerne einen anderen Gegner gehabt. Aber... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er da macht. Es soll ja auch so Leute geben, die jetzt mal 3 Pausen durchlaufen lassen und dann einfach quitten. Bringt jetzt nicht so sonderlich viel, aber wer weiß schon, was er hier macht. Ach, meine Güte. Soll ich vielleicht mal kurz cutten, bis es hier weitergeht, hä? Ich gucke jetzt mal, ob er nochmal gleich Pause drückt, dann werde ich das kurz cutten. Nee? Ich habe keinen Plan, was bei ihm los ist. Was ist denn... Ist der mit dem... Okay, gut. Jetzt cutte ich, bis hier wieder irgendwas normal weiterläuft. Also bis gleich. So, ich glaube, er spielt jetzt weiter. Sieht mir jedenfalls danach aus. Vielleicht drückt er auch gleich nochmal Pause. Also er hat jetzt nur noch die zweite Pause durchlaufen lassen und spielt jetzt... Es sieht hier jedenfalls so aus, als ob er jetzt weiterspielen würde. Gucken wir uns das gleich mal an. So, Cherchi Lauf. Sehr schön. So, sind wir hier mit dem Cherchi. Ziehen wir mal rein. Sehr schön. Und Cherchi... Nochmal Schusstäuschung, aber leider in den Gegner rein. Und da ist Xabi Alonso am Ball. Scheint mir ein ganz komischer Vogel zu sein. Nee, keine Ahnung. Vielleicht ist der Mutti auch da gewesen, hat noch ein bisschen rumgebrüllt. Und dann muss er erst noch ein bisschen Pause drücken. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. So, und jetzt wollen wir mal versuchen, hier ein ordentliches Spiel zu bringen. Ja, hier vorne. Ja, sehr schön, denkst du dir. Ist Pepe leider zwischen. Diego. Okay. Jetzt holt er die letzte Pause raus, da bleibt er jetzt auch nochmal kurz bei mir. Ja, Torschüsse, wir sind natürlich hier dicke vorne. Oh mein Gott. Gucken wir uns mal ganz kurz den Kader an, vielleicht können wir da nochmal was austauschen. Rooney als Linker, Offensiver 92, Martinez. Ich mach Martinez, oh fuck, nee, so rum nicht. Oder doch? Martinez für Ballo oder für Eto'o? Ich mache ihn, glaube ich, für Ballo rein. Und De Gea machen wir auch mal in Kasten. Obwohl, wir haben einen Tschech im Kasten, ne? Ne, der kann eigentlich da bleiben. Danny vielleicht noch schnell für... Ach ne, komm. Passt so. Nur Martinez noch rein. So, jetzt geht's weiter. Und ich glaube, er spielt auch wieder. Oder doch nicht? Ich weiß echt nicht, was mit dem Kerle los ist. Also, der scheint echt ziemlich crazy drauf zu sein. Das Gute ist, er kann jetzt keine Pause mehr machen. Also, mit den Pausen ist jetzt rum.
Das war die dritte. So, hier nochmal abgelegt. Jetzt läuft er da vorne durch, der Ballo. Und macht, bevor er ausgewechselt wird, nochmal schnell sein Türchen. Denkst du dir? Denkst du dir? Macht er leider nicht hier. Was ist mit dem Kerl los? Balotelli. Vor allem der Gegner spielt halt auch noch, aber irgendwie so als ab und an, als ob er irgendwie nur einen Arm hätte und immer erstmal rübergreifen muss, bis er am Ball ist. So, Cerci. Ich will nochmal nach hinten, nochmal nach vorne. Bis jetzt steht sein ganzes Team irgendwie in seiner eigenen Hälfte. Es kommt aber wahrscheinlich davon, dass er irgendwie immer nur die Hälfte spielt. So, jetzt Foul für uns und jetzt gibt es dann auch den Wechsel. Martinez kommt ins Spiel. Oder? Ich glaube, der Jackson ist jetzt aber nicht reingekommen. Aber ich habe doch... Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Ah, jetzt doch. Da oben wird es jetzt auch angezeigt. So, machen wir mal mit De Rossi hier das Ding in die Mitte. Und da geht er leider auf dem Landreau drauf. Und der hat jetzt das Bällchen in der Hand. Schmeißen hier weit ab. Fangen wir hier ab. Und da ist Martinez anscheinend im Abseits. Muss aber ganz schön knapp gewesen sein. Ja. Ist ein bisschen eng gewesen. So. Okay, dann versuchen wir uns jetzt mal irgendwie aufs Spiel zu konzentrieren. Das ist halt wirklich schwer, wenn du gegen so Leute spielst, die das Spiel halt alles irgendwie unterbrechen durch irgendeine Scheiße, keine Ahnung. Dann suche ich mir erst gar keinen Gegner, wenn ich keine Zeit habe zu spielen. Ich meine, er hätte da vorher noch dicke Zeit gehabt, wo er schon alles rumgemacht hat, einfach aus dem Spiel rauszugehen. Hat er aber nicht gemacht und hat halt alles weitergemacht, nur als mit seinen Pausen. Naja, jetzt muss er spielen oder einen Controller zur Seite legen. Wenn das natürlich passieren sollte, werde ich... Ja, das Spiel wahrscheinlich rausnehmen, weil wir wollen uns ja nicht angucken, wie wir gegen einen Gegner spielen, der nicht spielt. So, ja, komm, push dich mal. Und der drückt auch keine Wiederholung weg. Alter Vater, so Leute regen mich auch wirklich richtig auf. So, spielen wir hier weiter. Nochmal hier zurück. Nein! Er sollte natürlich auf Eto'o spielen. So, Piqué auf Diego. Der holt sich hier den Ball ab. So, Busquets. Er spielt auch ganz komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. So. Benzema auf Rossi. Nochmal Benzema. Und dann ist der Ball wieder weg. Jetzt ist hier unser De Rossi am Ball. Cerci, lassen wir das Bällchen durch. So, Martinez, Lauf. Ja, pusht sich hier vor Pepe. Martinez bringt die Flanke. Eto'o steht da, aber Landreau ist im kurzen Eck drinne. So, bringen wir jetzt mal die Ecke. Irgendwann mal. Ja, der wäre auch neben das Tor gegangen. Hätte sich Landreau nicht mehr schmeißen müssen. Ja, lass mal wieder schön alles durchlaufen, Kollege. Du weißt, wie es läuft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so einer ist, wenn wir den 1:0 machen, dass er quittet. So, hüpf. Ah, schade. Nicht so ganz. Wo ist der Spieler von uns hier? Maicon. Spielen wir jetzt nochmal kurz. Nochmal kurz. Hier nochmal rüber. Azpilicueta spielt den aber ganz komisch. So, jetzt mal das Bällchen wiederholen. Thiago auf Rossi und auf Benzema. Er wird hier durchlaufen wollen, aber macht jetzt hier einen kleinen Stopp. Jetzt geht's raus auf Thiago, aber in der Mitte ist überhaupt keiner. Mal gucken, ob er flankt. Ne, er wartet nochmal, aber es wird nichts. Weil Matic am Start ist. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, hier mal außen mitgenommen. Auf den Rooney. Ja, komm, zieh. Push-Taste. Oh, Rooney. Piqué ist zwar ein Tier, aber... Mit dem Pace sollte er eigentlich ein Piqué abschütteln können. Plus Push-Taste. Habe ich jetzt eigentlich hier... Ne, ist auf ausgeglichen. Und die Taktik ist auch drinne, ne? Nochmal kurz gucken. Ja, ist drinne. So, jetzt mal hier auf dem Eto'o. Der kommt irgendwie wieder zurück zu Azpilicueta. Und da hinten ist Jackson Martinez. Ah, Jackson Martinez. So, jetzt hier auf dem Rossi wieder. Der will jetzt anscheinend abgehen. Ja, will er. Oder vielleicht flanken oder keine Ahnung. Läuft lieber ins Aus. Schmeiß. So ganz kriege ich da hier in dem Spiel auch noch nichts auf die Kette. Also wie gesagt, das hat mich jetzt alles so ein bisschen sehr verunsichert, muss ich sagen. Dass das Spiel halt alles nicht nach vorne ging. So, hier grätscht er rein. Wenn es geplant war so, dann war es eine gute Grätsche. So, Xabi Alonso lobt hier durch. Ist abseits. Ich glaube, beide Spieler im Abseits. So, spielen wir mal darüber. 34. Minute, es ist irgendwie hier noch überhaupt nichts passiert. Keine Chance für uns, keine für ihn. Trotzdem irgendwie schon 50 Minuten Spiel rum. Jetzt mal übertrieben gesagt. So, Cech hier in die Mitte, springen. Ja gut, vielleicht kriegen wir ihn hier noch, leider nicht. Matuidi, Benzema, haben wir.
Schön von Azpilicueta. Schön vom Ball gestellt. Und jetzt hier außen durch. War nicht so ganz außen durch. So, schick mal hier in Samuel. Eto'o ist über die Außen durch. Und jetzt bringen wir die Flanke in den Rückraum. Und da steht Wayne Rooney. Alter, der erste Schuss war... Der erste Schuss war, glaube ich, schon relativ nice von ihm. Aber da war der Landreau auf dem Posten. Hier sieht man das nochmal. Eto'o hier in den Rückraum rein. Und ja, der war eigentlich ziemlich platziert ins kurze Eck. Aber Landreau ist halt schon ziemlich geflogen da. So, dann machen wir mal weiter hier. Kann ich vielleicht gleich nochmal eine Geschichte erzählen. Aber erst nochmal das 2-0 machen. Dann können wir eventuell nochmal was erzählen. Hüpf. Ja, dann kannst du eigentlich mal gewinnen hier, Maicon. So, Cahill. Jetzt spielen wir hier noch... Alter, wo spielst du hin, Mann? Vorne in der Mitte waren beide frei. Eto'o und Martinez. Aber da hat er halt nicht hingespielt. Scheiße, jetzt war da vorne Eto'o durchgelaufen. Aber wir kriegen ihn eventuell an die Latte. Scheiße. Ja, einen Ticken zu weit aufgeladen. Habe ich selber gemerkt, wo ich die Taste gedrückt habe. Hier Martinez schön in den Lauf von Cherchi. Und der darf leider nicht schießen. So, hier nochmal rüber. Felipe Luis. Komm, holen dir. Ja, nochmal zurück. Ja. Kommt zweimal nochmal zum Gegner, aber jetzt ist er mal aus. Ja, wir machen jetzt gleich nochmal das 2-0 und dann kann ich euch vielleicht nochmal den genauen Ablauf erklären, wie das jetzt hier bei mir weitergeht, weil ich weiß es nämlich jetzt, weil ich den Flug gebucht habe und er geht durch. Natürlich geht er durch, aber da kommt von außen noch Matuidi mit rein. Piqué spielt auf die Außen, auf Matuidi können wir leider noch nicht abfangen, aber jetzt vielleicht, nein, jetzt gibt's Halbzeit. Gut, dann machen wir jetzt nochmal schnell ein Tor und dann erzähle ich euch die ganze Schose. Ach scheiße, der lässt jetzt bestimmt auch nochmal die ganze Halbzeit durchlaufen. Okay, dann fange ich vielleicht jetzt sogar schon mal an. Ich habe euch ja erzählt, dass ich jetzt doch wieder zurück kurz nach Deutschland gehe, also kurzzeitig. Und das sieht jetzt so aus. Eigentlich war es geplant, dass ich am 5. Mai nach Bangkok fliege und da dann noch 3-4 Tage bleibe, nämlich bis zum 9. Mai, weil ich habe heute nämlich mitbekommen, dass mein Flug aus Bangkok nach Deutschland erst am 9. Mai geht. Ich bin sonst alles davon ausgegangen, dass er am 8. geht. Aber er geht jedenfalls am 9. Und ja, eigentlich war halt geplant, noch so 3-4 Tage in Bangkok zu bleiben und dann von Bangkok halt zurückzufliegen. Jetzt sieht die ganze Sache so aus. Ich habe heute mal ein paar Flüge gecheckt. Und ich habe mir gedacht, so richtig Bock hast du diesmal eigentlich gar nicht auf Bangkok. Deswegen werde ich mir das nächste Mal wahrscheinlich ein bisschen genauer angucken. Und diesmal werde ich dann von Phuket am 9. um 13 Uhr nach Bangkok fliegen. Dann werde ich am Bangkoker Flughafen, ja, ich würde mal schätzen, so 3 Stunden verbringen. Und dann geht es direkt weiter nach Frankfurt. Und ja, wenn ich dann wieder in Deutschland bin, ich denke mal, ich werde rund... Oh, Alter, was sind denn das für Pässe, ey? Dann säbel ich den jetzt hier erstmal um. Das war kein Foul, Mann. Egal. Ich denke mal, ich werde so 1,5 bis 2 Monate in Deutschland bleiben. Das heißt so circa bis Mitte Juni oder Mitte Juli. August will ich eigentlich spätestens wieder hier in Thailand sein. Und ja... So sieht aktuell die Planung aus. In Deutschland habe ich halt auch noch so ein paar Dinge zu erledigen. Und das passt alles ganz gut zusammen mit den Geburtstagen, hatte ich auch schon gesagt. Und ja, so ist die aktuelle Planung. Und das Gute für euch ist nämlich, eigentlich wäre eine kleine Videopause ab dem... Alter! Eigentlich wäre eine kleine Videopause ab dem 5. gewesen. Und zwar wahrscheinlich sogar 5 Tage bis zum 10. nämlich. Aber jetzt sieht das wiederum anders aus. Kurz mal die Fresse halten, ich habe irgendwas im Mund. So, eigentlich sah es so aus, halt vom 5. bis zum 10. hätte es wahrscheinlich eine Videopause gegeben, weil ich glaube nicht, dass ich in Bangkok im Hotel nochmal hier die ganze Aufnahmescheiße aufgebaut hätte. Aber jetzt sieht es halt so aus, ich kann bis zum 8. aufnehmen und das heißt, am 9. Alter, am 9. kommen noch 3 Videos. Am 10. lande ich in Deutschland. Am 10. wird nichts kommen, weil das ist halt der Tag, wo ich fliege. Am 10. wird nichts kommen. Und dann am 11. muss ich gucken, ich lande morgen früh in Deutschland. Eventuell wird es dann am 11. weitergehen. Aber das will ich noch nicht versprechen, weil ich bin wahrscheinlich nach dem Flug ziemlich im Arsch. Und ja, deswegen will ich da, wie gesagt, noch nichts versprechen. Schöner Pass von Jackson Martinez auf Eto'o. Schusstäuschung. Geht leider nicht an Piqué vorbei.
Und ja, so sieht die ganze Show so aus. Das heißt, so maximal würde ich sagen, 2 Tage Videopause. Ist, denke ich mal, besser als 5 Tage Videopause für euch. Ich könnte natürlich voraufnehmen, aber das ist jetzt auch spontan wieder so ein Problem. Hätte ich ein bisschen früher dran denken müssen. Ich bin ja als von ausgegangen, dass ich 5 Tage aufholen hätte müssen. Und das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel gewesen. Ja, eigentlich gar nicht so ein super Schuss von Cerci, aber sein Keeper scheint ein bisschen sehr scheiße zu sein. Und ja, so sieht's aus. Mal gucken, was bis da noch kommt. Jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema, nämlich German Pack Beast. Werde ich alles wieder nachgefragt. Ich denke mal, dass ich jetzt hier mit den 15.000er Packs ein Video machen werde bei German Pack Beast. Also ich werde eins im normalen Ultimate Team, werde ich alle 10 aufmachen und dann wahrscheinlich bei German Pack Beast auch noch. Und ja, so sieht das aktuell aus. Also das müsste eigentlich in den nächsten Tagen kommen, das Video zu German Pack Beast. Ich weiß ja, dass ihr aktuell drauf wartet. Aber ich wollte das halt so ein bisschen... Eigentlich wollte ich es erst in Deutschland weitermachen. Dann war ja erst geplant, dass ich in Thailand bleibe. Dann habe ich mir schon wieder überlegt, ah ja, dann musst du jetzt doch weitermachen. Und ah, alles durcheinander gewesen. Jetzt fliege ich doch wieder kurz nach Deutschland. Aber jetzt steht so alles fest, weil ich habe jetzt auch den Flug nach Bangkok gebucht. Das heißt, so geht das jetzt erstmal klar. Dann werde ich mir wahrscheinlich in Deutschland die Gedanken machen, wann ich genau wieder zurück hier nach Thailand fliege, weil es halt einfach zu geil hier. Und ehrlich gesagt, so geil ist der Sommer in Deutschland auch nicht, dass es jetzt dringend notwendig wäre, da den kompletten Sommer in Deutschland zu verbringen. Deswegen wahrscheinlich nur einen halben Sommer. Was heißt einen halben Sommer? So einen Monat im Sommer. So, hier will er den nochmal rüberbringen, so wird das aber nichts. Ich glaube, der Gegner ist gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, alleine durch die Chemie hat er schon relativ wenig Chancen hier. Ich kann halt relativ frei auflabern und nebenbei so ein bisschen spielen. Und bis jetzt wurde es einmal gefährlich, ja, da hätte das Ding natürlich reingehen können. Und deswegen passt das. Aber immer wenn ich sowas sage, kommt der Gegner zu einer Chance. Ich glaube, er spielt jetzt auch irgendwie sehr offensiv, kommt mir jedenfalls so vor. Weil irgendwie jetzt alle seine Leute meiner Hälfte sind. Oh, da vorne Jackson, aber es könnte Abseits sein. Wahrscheinlich sogar. Nee. Matic. So, und den kann man mal machen, Schätzelein. Extra auf seinen starken Linken gelegt. Ja, Azpilicueta hat das erst gut gemacht. Hier Azpilicueta, hier hinten drüber. Aber Mike, wer? Maicon? Nee, Matuidi, ich wollte schon sagen. So, hier nochmal abgelegt. Und jetzt hier vorne durch auf Jackson Martinez. Piqué legt uns hier nochmal in die Füße. Busquets legt sich hier auf die Fresse. Xabi Alonso will nach vorne bringen. Ja, nochmal zurück. Ja, sehr schön. Jetzt nochmal außen durch auf Martinez. So, was macht er denn? Ballkontrolle wie ein Panzer, der Junge. So, Pepe will hier klären, aber wieder direkt in unsere Füße und da vorne, aber er braucht zu lange, glaube ich. Ja, hat ein bisschen zu lange gedauert. Ist Eto'o, glaube ich, durchgelaufen gewesen. So, schön von Azpilicueta. Seite nochmal zumachen. Ich denke mal, das nächste Video wird dann hier das Pack-Opening auf diesem Account oder vielleicht auf dem German Pack Beast Account, weil da muss ich ja die Vorstellung gar nicht unbedingt machen, weil... Ja, ihr wisst ja sowieso, wer da drin ist. Aber ich will halt auf meinem Account nochmal so eine kleine Team of the Season Premier League Vorstellung haben. Und ja, wäre Schwachsinn, wenn ich das bei German Pack Beast und hier mache. Deswegen, falls das jetzt immer noch nicht geht, werde ich vielleicht eine Episode German Pack Beast aufnehmen und da einfach halt nur die Packs öffnen. Genau. Ich glaube, sowas in die Richtung mache ich mal. Muss ich, glaube ich, wieder was auf den Account laden, weil ich glaube, wir haben den German Pack Beast Account schon wieder relativ leer gefruchtet. So. Rooney, hier nochmal über die Außen, Azpilicueta, zieh mal durch, Jung. Zieh. Und jetzt eine Flanke, aber da kommt der Piqué. Der Piqué, der ist eigentlich relativ schnell irgendwie. Eigentlich ist er ja relativ lahm. Also relativ, es geht. So, Rooney, ziehen wir hier nochmal über die Außen durch. Flanke kommt rein, aber kommt ein bisschen sehr seltsam, weil sie irgendwie auf gar keinen kommt. Habt ihr vielleicht gesehen, da war irgendwer, der an der Torauslinie stand, angewählt. Das ist Abseits. Nein? What the fuck? Ja, passt uns hier schön in die Hände. Danke dir. Dann gibt's halt doch keinen Ehrentreffer. So, Matic nochmal. Ja, legten sich hier selber vor. Und jetzt vielleicht nochmal die letzte Aktion, wenn er nicht abpfeifen sollte. Hier vorne durch auf Rooney. Rooney, Fackel, drin das Ding. So.
3:0. Ja, war jetzt kein sonderlich spektakuläres Spiel. Wie gesagt, war halt eine Chemie-Bitch. Und deswegen, aber wir konnten noch ein paar, beziehungsweise ich konnte euch noch ein paar Infos geben. Ich bin ja mal gespannt, wie das wird. Also ich meine, ich war jetzt 3 Monate in Thailand und jetzt hier wieder schön im kalten Deutschland oder einigermaßen, oder sagen wir mal so, viel kälter als in Thailand ist es dort auf jeden Fall. Und da dann wieder schön aufzunehmen und irgendwie, der Alltag ist ja hier auch ganz anders. Das heißt, wenn du was fressen willst, fährst du hier die, oder läufst die Straße einfach lang. Dann Tag und Nacht sind hier 5 Meter neben deiner Haustür die Shops offen. Du gehst einfach die ganze Zeit mal feiern und alles. Ist halt wieder in Deutschland alles komplett anders. Da bin ich übelst drauf gespannt. Aber naja, muss halt erstmal sein. Na, muss prinzipiell nicht, aber wegen ein paar privaten Dingen gehe ich halt nochmal ganz kurz 1 Monat oder 1,5 zurück. Und dann bin ich auch schon wieder hier. Und vor allem, das Schönste sagt man doch immer, ist die Vorfreude. Und wenn ich dann in Deutschland bin, dann freue ich mich schon wieder übel darauf, bald wieder in Thailand zu sein. Und ja, deswegen sollte das so klar gehen. So, Rooney, Spieler des Tages mit 2 Buden, Cherchi noch eine. Ja, da vorne, die Jungs haben jetzt nicht sowas gerissen. Na gut, die haben alle Torvorlagen gegeben. Eto'o 2, Martinez noch eine. Ja, aber das Spiel hier muss man halt gar nicht bewerten. Ich glaube, wenn der Gegner hier ein richtiges Team hätte, also keine Chemie-Bitch, dann wäre der gar kein schlechter. Aber so war es dann halt nicht so schwer dagegen zu gewinnen. Sodale, mal gucken, wir können ja mal ganz kurz was testen. Gehen wir mal hier raus, hier auch nochmal raus. Jetzt gehen wir nochmal hier unten, schnell auf Team of the Season. Mal gucken, vielleicht wird es ja jetzt angezeigt, das wäre mal ziemlich geil. Nein, natürlich nicht. Es wird weiterhin das Most Consistent Team angezeigt. Meine Fresse, EA. Was soll denn die Scheiße? Ich kann ja hier nochmal auf Challenge ändern. Vielleicht ist jetzt das Neue hier mit drinne. Nee. Immer noch nur die Most Consistent Teams. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ich würde mal sagen, das Ding hier hätten wir durch. Vielleicht nochmal ein Pack gezogen. Hier ein ganz normales. Wenn wir nochmal reinkommen. Ich hoffe es mal. Ziehen wir jetzt nochmal schnell einen... Wer ist denn wahrscheinlich der teuerste Spieler im Team of the Season? Ich denke mal Hazard, Team of the Season. Also jetzt von der Premier League. Hazard dürfte auch der höchstbewertete sein. Ich denke mal so, Hazard, Kuhn und Suarez, die geben sich alle nicht viel. Aber ich denke mal, Hazard ist vorne. Danach schätze ich Kuhn und danach Suarez. So vom Preislichen her ein. Oder wer ist denn da noch mit drin? Müsste eigentlich so in die Richtung gehen. Ist natürlich auch noch Touré drinne, der wird auch was kosten, aber ich glaube, der wird nie so teuer sein, wie halt, obwohl er ja unglaublich geil aussieht. Ich glaube, der hat alle Werte über 80 und zwar weit über 80, der hat jetzt, glaube ich, einen 86er Schuss oder so eine Scheiße, also schon ziemlich krank. So, jetzt versuchen wir hier nochmal ein Päckchen zu ziehen, natürlich ein 7,5er, weil die 15er, wie gesagt, die wollen wir dann bei dem kleinen Pack-Opening aufmachen. Komm, bring mal ein blaues Kärtchen hier. Beim Team of the Year hatten wir ja ein blaues Kärtchen, nicht nur eine, sogar 2. Aber hier ist uns noch eine Karte verwehrt. Nur ein paar Verträge, Fitness und eine Heilungskarte, was wir uns hier mitnehmen. Ansonsten nur Müll. Benaglio und Cruz ist es, von Gladbach. Und Grenier von Lyon. So, komm, nimm mal mit hier. Und Serie B nehmen wir auch nochmal mit. Und den Rest schmeißen wir weg. So, alles klar, alles weg hier. Und ja, ich werde mal versuchen hier irgendwann, vielleicht wird mir auf dem German Packbeast hier das Zeug angezeigt. Kann ja sein. Und ich kann noch mal eins versuchen. Ich wusste hier, Team der Woche, da ist Team der Woche. Aber ich glaube, auch da bringt er mich aufs Most Consistent Team. Ja, schon wieder MC Gold. Oioioi, keine Ahnung, warum das so ist, dass das hier als noch angezeigt wird. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile wirklich schon... Über einen Tag ist das nicht mehr in den Packs drinne. Und ja, es gibt vielleicht einige, die gucken, oh geil, Alter, da kann ich jetzt die und die ziehen. Und in echt sind die gar nicht mehr drinne. Also ist eigentlich schon ein bisschen auch Verarsche. Muss man mal so sagen. So, okay. Turniere satt, da können wir nochmal ganz kurz reingucken. Da hatte ich euch das, glaube ich, schon mal gezeigt. Es gibt nämlich diesen, ja, wie heißt das nochmal? Hier, Saisonabschluss England. Pokal. Und da muss man einfach nur Premier League-Spieler reinmachen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Premier League-Spieler haben aktuell. Ich glaube nämlich eher nicht. Machen wir hier mal ganz kurz. Obwohl, vielleicht neue Mannschaft erstellen.
So, machen wir ganz kurz 4411 und jetzt nochmal Leerzeichen. Hier groß schreiben, BPL und dann machen wir Start. Und dann gucken wir nochmal ganz schnell hier. So, jetzt machen wir hier nochmal 4411. Dann hätten wir hier natürlich den Herrn De Gea. Cahill könnten wir natürlich auch spielen. So, dann könnten wir Linksverteidiger, könnten wir natürlich Azpilicueta spielen. Rechtsverteidiger haben wir bestimmt auch einen aus der Premier League, oder? Richards und Walker. Ja, zum Beispiel Walker hier hin. Hier könnten wir Kompany hinstellen. Ins ZM könnten wir stellen. Haben wir leider keinen aus der Premier League. Aber ZDM haben wir auf jeden Fall einen. ZDM. So, haben wir sogar zwei. Ja, okay, das ist aber schon wieder so zu defensiv. So wollte ich das ja eigentlich nicht haben. Ja, wir haben jetzt natürlich hier noch Touré, den wir da hinstellen können. Obwohl, den haben wir hier auch noch. Den Schneiderlin. Aber der ist genauso defensiv. Naja, machen wir erstmal dahin. Hier könnten wir dann... Wo ist denn William? Achso, ich glaube, der ist Flügel. So, linker Flügel. Packen wir hier nochmal William hin. Rechtes Mittelfeld. Da haben wir aber, glaube ich, echt keinen, oder? Doch, McGeady hätten wir. Haben wir noch einen? Vielleicht einen rechten Flügel? Nee. Schade. Okay, ja gut, dann können wir erstmal kurz McGeady da hinstellen. Ist ja Latte. So, McGeady. Und Mittelsturm wäre da natürlich Rooney. Und im Sturm... Da haben wir... Ja, Eto'o zum Beispiel. Ist ja Latte, Eto'o, Lukaku, was weiß ich. So könnte man das natürlich prinzipiell schnell mal spielen. Das wären halt jetzt Spieler, die wir sowieso im Verein haben. Für die Bank sollten wir... Was hat er hier? Bein? Für die Bank sollten wir auch noch genug Premier League-Spieler haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Mal gucken. Doch, klar, wir haben ja das Non-Rare-Team. Haben wir auf jeden Fall. Liga Barclays. Touré. Tschech. So, Vertonghen. Klischee. Jetzt noch hier einen Minolet hin. Noch den Kolo Touré und den Schürrle. Und dann ist ja auch alles voll mit Premier League. Und jetzt dürften wir prinzipiell spielen. Hier noch einen Premier League Manager rein. Zum Beispiel den Herrn... Nee, den will ich nicht. Ich nehme lieber einen Löw. So, dann hätten wir hier alles. Prinzipiell. Haben jetzt natürlich hier beide Medium High. Schneiderlin und... Und ich denke einfach mal, ich glaube es zumindest, dass Schneiderlin nicht so stark ist wie hier Touré. Aber ich stelle ihn jetzt halt erstmal da rein, weil er halt eine Team of the Season Karte hat. Aber ansonsten könnte man das so mal spielen. So, ich mache mal hier erstmal den Schürrle hier auf die Bank, mit ihr das Team nicht schon vorher seht. Muss ja nicht sein. So, das wäre es jetzt aber wirklich gewesen. Ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.